Diese Woche geht es bei Quotenmeter FM und ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, natürlich um das U-Boot, das zur Titanic getaucht ist, aber nicht mehr aufgetaucht. Los geht's. Willkommen in der Manege des Wahnsinns, kann man das ein bisschen bezeichnen. Heute wollen wir ein bisschen über die Medien an sich sprechen, denn ihr habt es mitbekommen. Zur Titanic ist die Titan gefahren und sie kam nicht zurück, denn sie ist implodiert. Und über dieses und viele andere Themen spreche ich heute natürlich wieder mit meinem Kollegen Veit Luca-Roth. Hallo Fabian, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Ich bin natürlich nicht in einem sehr, sehr kleinen U-Boot heruntergetaucht. Ich würde da gar nicht erst einsteigen. Ich hätte da wahrscheinlich viel zu viel Schiss. Würdest du das machen, wenn du so viel Geld hättest? Also es ist ja auch 40 Mal gut gegangen. Ja, das ist eine gute Frage, ob ich das machen würde. Wahrscheinlich, also ich habe mir schon auch gedacht, irgendwie, ja, wenn man so Langeweile hat, kommt man sicherlich auf, oder wenn man so viel Geld hat und so ein bisschen nicht mehr weiß, wohin damit, dann kommt man vielleicht auf solche Ideen. Weiß ich nicht. Gut, also Wenn man das für sich als sicher erklärt, warum sollte man das nicht machen? Es ist natürlich, ja gut, es gibt natürlich auch Leute, die haben Bock auf Nervenkitzel. Nervenkitzel, aber auch irgendwie an der Grenze des Todes zu kommen. So ist es ja zum Beispiel auch, wenn du aus einem Flugzeug springst mit Fallschirm. Warum sollte das ein Mensch tun? Das ist richtig, ja. Das ist eigentlich ein guter Punkt, ja. Ist ja auch eigentlich bemerkenswert, dass man sich immer noch auf diese Bungee-Gummiseile so verlässt und Bungee-Springen geht. Ja, also eigentlich macht das ja gar keinen Sinn, dass man seinen Körper irgendwie an die Grenze des Todes bringt. Dann hat man zwar zwei, drei Ersatzfallschirme, aber dieser Nervenkitzel ist ja völlig Banane. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Du willst mich auch nicht mehr in so eine Maschine reinbringen. Ich würde einfach sagen, nein, das ist zwar schön, wir können hier auf dem Rollfeld stehen, aber ich werde nicht da einsteigen. Ich frage mich ja, also es ist ja eigentlich, also ich stelle mir das jetzt so vor, ich war mal in dem, das Boot, U-Boot, in den Bavaria Filmstudios. Das war schon sehr eng, aber ich stelle mir das jetzt irgendwie auch, wie viel Nervenkitzel ist so eine Fahrt eigentlich, also wenn die glatt geht, ist es wirklich, weil man kennt das ja, ich weiß nicht, ob du The Core gesehen hast, das ist ja auch so eine Art U-Boot. Nee. Da sitzen die eigentlich auch ganz normal drin und dann ruckelt es manchmal, aber eigentlich sollte da nichts passieren und ja, man fährt dann halt so ein bisschen, wie so eine langsame Achterbahn, stelle ich mir das vor, wenn alles gut geht. Ich würde ganz gern mal Flugzeugträger besichtigen und U-Boote, weil ich mir das nicht, also diese Größen. Man sieht ja dann immer irgendwie so ein paar Leute, die da einsteigen auf so einem U-Boot durch diversen Filme, bei so Militär-U-Boote, und dann kriegst du irgendwie raus, dass da irgendwie 500 Leute drin arbeiten und leben. Oder auch Flugzeugträger, die auch irgendwie eine Besatzung von irgendwie 1000, 2000 Leute haben. Und da denke ich mir immer, wie lebt man da drin? Wie ist das alles aufgebaut? Und dann natürlich diese fünf Reiche, die da irgendwie in so einem Mini-U-Boot auch dann irgendwie wussten, dass sie auch drei Tage oder so oder mindestens zwei Tage irgendwie total eng aufeinander sitzen. Ja, das ist auch so ein kleines Guilty Pleasure von mir tatsächlich. Dokus über die Besatzung und den Ablauf auf Kreuzfahrtschiffen. Stelle ich mir also ähnlich vor. Das ist ja auch eine Menschenmasse, die ja irgendwie täglich versorgt werden will mit Luxus und Völlerei, sag ich mal. Das muss ja irgendwie auch, das ist ja auch ein wahnsinniger Apparat, der da am Laufen ist. Und das also so schrecklich ich mir einen Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff vorstelle, so faszinierend finde ich dann doch den Ablauf und die Hintergründe des Ganzen. Finde ich, kann ich auch den Film Triangle of Sadness
gerade empfehlen. Ist auch einfach ein guter Film. Ja, vielleicht gibt es ja noch mal irgendwie einen findigen ARD-Redakteur, der irgendwann mal extra für dich irgendwie... wie heißt die Serie? Verliebt auf See? Nee, Verrückt nach Meer, umschneidet und einfach alle Abenteuerszenen rauswirft und einfach nur die Hintergründe auf dem Schiff zusammenschneidet. Ja, generell auch so Hotellerie finde ich auch immer wieder faszinierend. Begeistert mich. Ja, jetzt steigen wir mal so ein bisschen ein in unsere kleine U-Boot-Fahrt, beziehungsweise wie denn so funktioniert. Sind die Medien gesteuert? Ich hoffe nicht. Ich behaupte einfach, die Medien sind gesteuert. Und die Frage ist, wer steuert die? Ach so, ja, okay. Das ist, na gut. Wenn man so fragt, dann ist es korrekt. Natürlich sind Medien gesteuert. Die Medien wollen ja auch irgendwo Geld verdienen. Von daher kann man sagen, okay, Medien sind irgendwo vom Geld gesteuert, beziehungsweise vom Geld abhängig. Man kann ja auch so sagen, dass es bei so größeren Zeitungen natürlich auch so Teile gibt, die kann man lesen, die muss man nicht lesen. Auch eine Zeit hat Artikel, wo man sagt, okay, schön, dass sie es machen. Oder eine Süddeutsche am Sonntag, wo man dann auch so sagt, ja, interessant, was man vielleicht alles zum Thema Muffatalhalle in München schreiben kann. Okay, genau. Aber natürlich die großen Themen, die sind gesteuert. Durch Aufmerksamkeit, durch Klicks, meinst du? Und durch die Konkurrenten. Durch die Konkurrenten, ja. Das war jetzt ja in den vergangenen Wochen, also in den vergangenen Tagen, gerade durch dieses Titan-Thema, ja sehr, sehr auffällig. Beziehungsweise auch am Wochenende ja der drohende Bürgerkrieg in Russland, der sich dann zum Glück nicht bewahrheitet hat. Ja, man sieht, dass da die großen Zeitungen sehr viel parallel arbeiten und gar nicht so wirklich viele neue Erkenntnisse liefern können auch, weil es nicht so viele gibt eventuell. Aber es wird dann halt eben ausgeschlachtet, weil das Thema des Tages oder das Thema der Woche eben ist. Ja, es ist natürlich auch ein trauriges Thema, aber ich habe heute zum Beispiel, kurz bevor wir diesen Podcast gestartet haben, nochmal auf Spiegel Online geguckt und da stand mal wieder, dass irgendjemand sieht, dass Russland vielleicht bald Risse bekommen könnte und der Ukraine-Krieg vorbei ist. Das sehe ich jetzt seit 450 Tagen gefühlt. Ich wollte gerade sagen, dass diese Schlagzeile, der Krieg könnte bald vorbei sein, weil das und das passieren könnte, ist ja so das Dauergeräusch irgendwie der letzten Monate. Ja? Also es geht ja bald anderthalb Jahre schon. Das ist eigentlich auch eine traurige Gewissheit, dass man sich an diesen Zustand gewöhnt hat. Und das jetzt irgendwie, es fällt einem immer leichter, das einfach so wegzudrücken. Ich war zum Beispiel, also ich kann jetzt über den Samstag, Stichwort Russlandkrieg, erzählen. Ich war in München am Samstag und habe unter anderem auch den CSD besucht. War halt so nicht, war unterwegs und war essen, habe es mir ganz gut gehen lassen. Und habe dementsprechend auch gar nicht so viel davon wahrgenommen, weil ich war morgens im Zug, da habe ich dann so die eine oder andere Push-Meldung gesehen und gelesen, okay, oh, da ist gerade was, die Wagner-Truppe marschiert nach Russland. Aber war dann auch so, okay, ich fahre jetzt Zug, ich höre jetzt Musik, lese noch ein bisschen irgendwie meine Magazine, aber befasse mich jetzt gar nicht so sehr mit der eigentlich realen, aktuellen Welt. Und dementsprechend konnte ich das ganz gut beiseite schieben und als ich dann abends wieder zu Hause war, dann habe ich dann erstmal so gemerkt, oh, das war ja heute doch etwas brenzlicher, als ich das so in meiner Push-Meldung, Wegdrück, Bubble wahrgenommen hatte an dem Tag. Es war natürlich schon auffällig, dass recht viele Push-Meldungen kamen, deswegen war ich dann auch am Abend dann so dann doch nochmal interessiert, was denn da jetzt eigentlich genau vorgefallen war, weil an so einem Tag kann man ja auch das auch mal 5 Grad sein lassen und sagen, ja gut, ich gucke jetzt mir noch einen Film an abends und dann gehe ich ins Bett. Oder man guckt halt in dem Fall dann mal Nachrichten und informiert sich ein bisschen intensiver oder setzt sich ein bisschen intensiver mit der Sachlage auseinander.
Und dann war es ja eigentlich so, dass ein Brennpunkt kam, wo dann gesagt, ja, vor 2 Stunden hat sich da eigentlich alles in Luft aufgelöst. Genau, das war ja dann auch in den Tagesthemen schon. Da hat man direkt Ina Ruck aus Moskau sprechen lassen, die dann gesagt hat, okay, ja, jetzt ganz aktuell vor einer halben, dreiviertel Stunde ist das jetzt so und so, hat Lukaschenko ja angeblich da vermittelt und Prigozhin ist jetzt hat abgekehrt, ist auf dem Weg nach Weißrussland. Das hat sich jetzt alles in heiße Luft aufgelöst, zum Glück. Aber was das alles bedeutet, das kann man jetzt im Moment noch gar nicht sagen. Es gab nicht wirklich Erkenntnisse zu dem Zeitpunkt. Gibt es ja jetzt im Prinzip immer noch nicht so ganz. So, man weiß immer noch nicht so ganz, woher das jetzt rührte, was da jetzt Sache war. Und ob das nicht ein abgekartetes Spiel war. Ja, das, also das verneint man ja vehement, dass der Westen, also die NATO oder die USA im Speziellen, damit nichts zu tun hatte. Ja, das ist eine schwierige Gemengelage, wie es in einem Krieg mit Informationen generell ja der Fall ist. Ja, dazu habe ich übrigens auch ein interessantes Interview geführt, was ihr demnächst bei uns lesen werdet. Informationen aus dem Krieg, Informationen aber auch bei anderen Dingen, wie die Medien eben teilweise gesteuert werden. Und da haben wir natürlich auch das Problem, dass viele immer von den Klickzahlen abhängig sind. Und wir haben das im Vorgespräch schon angeteasert, dass auch Quotenmeter natürlich ja jede Woche einen Rahmenplan erstellt, was wann wie wo veröffentlicht wird, weil wir einfach viele, viele Themen haben. Wirklich auch, Veit, du weißt es, wir haben Themen, die habe ich vor 2 Jahren geschrieben, die sind heute noch aktuell, die liegen auf meinem Desktop rum und die sind halt für irgendwann mal eingeplant. Genau, da handelt es sich jetzt aber nicht um irgendwie kommentierenden tagesaktuelle Analysen oder so, sondern dann meistens um Serienkritiken. Oder andere Hintergrundsachen, die man irgendwann mal bringen kann. Wir haben auch ja, Serienkritiken, die auch schon lange rumliegen, wo wir einfach sagen, ja gut, es gibt halt immer attraktivere, die wir gerade haben. Und die Frage ist, wie wird denn Quotenmeter gesteuert? Und bei uns kann man es ja eigentlich sagen, dass wir uns dann zum Beispiel danach richten, was gerade im Fernsehen läuft. Genau, da ist die Frage, die Anschlussfrage, was definiert denn Attraktivität, weil du es gerade gesagt hast, das ist eben Aktualität. Und natürlich auch Klickbarkeit. Also Klickbarkeit, natürlich auch Erfolg von Serien, also wenn man jetzt, fällt jetzt kein Beispiel ein, was jetzt irgendwie völlig belanglos war. Ich sag aber mal wenn so, man halt zum Beispiel das Squid Game beispielsweise im letzten Jahr oder vor 2 Jahren schon bespricht, dann wird das natürlich, sorgt das für mehr Aufmerksamkeit als jetzt, Blackout von Sat.1. Genau, oder zum Beispiel die Veränderung von der ARD mit der neuen Programmchefin innerhalb von 2 Jahren ist bei uns auch ein größeres Thema, als jetzt vielleicht zu beleuchten, wie hat sich Home and Garden TV in Deutschland entwickelt. Genau, wenn wir nur ist sicherlich Themen auch interessant, aber ja, ist halt vielleicht eher ein Nischenthema, muss man halt sagen. Ist ja auch ein Nischensender, dementsprechend ein Nischenthema. Sprich dann, was ist der Marktanteil von Home and Garden TV? 0,2%. Und es würde auch keinen Sinn machen. 0,2% der Leute. Es wird ja auch bei uns dann auch keinen Sinn machen, wenn wir nur Serienkritiken hätten, die es nur auf Koreanisch mit englischen Untertiteln gäbe. Weil man da einfach sagt, okay, das ist zwar mal interessant, das kann man mal machen, aber auch nicht jede Woche 3-mal. Genau, dann das hatten wir ja, also du hast dich ja, war das letztes Jahr oder ist das schon? Ja, aber da gab es auch sogar alles auf Deutsch. Nee, klar, das natürlich, ja. Aber das ist dann halt mal ein Themenkomplex, den wir angehen und den wir dann gebündelt rausschießen, der dann halt aber auch so für sich steht so im größeren Bild und der dann auch ja, da bleibt. Man sieht es jetzt ja, RTL hat das so ein bisschen aufgegriffen und hat sich jetzt ja auch für RTL Passion einige oder 2 K-Dramen gesichert. Von daher, das scheint ja gelesen zu werden, vielleicht. Ja, genau. Und
Jetzt wurde mir noch eine These erzählt, die ganz interessant ist. Nochmal zurück auf das U-Boot-Drama, was vielleicht das Sommerloch des Jahres ist. Die Wettbüros haben vielleicht schon geöffnet. Wollen wir hoffen, dass keine Katastrophe dazu kommt. Es kann ja auch wieder was total Lächerliches sein, dass irgendein Krokodil irgendwo in irgendeinem Badesee gesichtet wurde. Ja, wobei ich habe das Gefühl, dass man sich von diesen Sommerloch-Themen dann, die sind dann vielleicht mal eine Stunde heiß, aber nicht mehr 4 Tage. Keine Ahnung. Hoffen wir es. Jetzt wurde natürlich dann gesagt, warum ist eigentlich so ein Boot mit 5 Millionären, die 1,25 Euro gezahlt haben, um da runter zu tauchen in diese Tiefe? Ich meine, U-Boote tauchen normalerweise nicht so tief. Man kann ja auch mal sagen, so ein bisschen irgendwie die Nord- und Ostsee, die sind ja teilweise nur 100 Meter tief. Warum taucht man 4 Kilometer in die Tiefe? Und da ist halt auch diese extreme, die Titanic liegt tatsächlich an einem extrem tiefen Ort. Das ist einfach Zufall gewesen. Macht die Sache natürlich nicht einfacher. Deswegen hat man schon oft gesagt, naja, das Ding zu bergen macht einfach wenig Sinn. Das kostet zu viel, da hat man auch zu wenig und man könnte ja auch noch ein paar Mal auseinanderbrechen. Und was haben wir überhaupt davon? Jetzt kann man natürlich da runterfahren und aber es gibt halt immer noch ganz, ganz viele Flüchtlinge, die sich auf ein Boot zwängen und die einfach sagen, ich nutze jetzt die Überfahrt und wenn ich sterbe, dann habe ich immer noch mehr gehabt, als leider immer im Land zu bleiben. Und da wurde mal die These geäußert, dass wir schauen lieber auf zu reichen Menschen und beschäftigen uns lieber mit den schönen Dingen und sagen, ach naja, es ist zwar irgendwie schade, aber das waren Millionäre, die konnten sich's überhaupt leisten. Und ist ja interessant, mit was die so reich geworden sind, statt uns mit Leuten zu beschäftigen, die geografisch uns sogar näher sind, obwohl eigentlich auch immer bei der Erstellung einer Nachricht ja auch immer geguckt wird, wie weit betrifft uns das? Also ist das überhaupt irgendwo in der Nähe? Ein Autounfall in Bangladesch interessiert den Leser in Deutschland relativ wenig. Ja, das ist klar. Und wobei man natürlich ganz kurz jetzt die These fertig zu stellen. Wir möchten dann natürlich uns nicht mit so problematischen Dingen auseinandersetzen wie Flüchtlinge, dass wir Europa, vor allem die EU, einfach gewisse Dinge machen, wie die Schleuser abzudrehen, wie Grenzen aufzubauen, aber auch solche Sachen wie das Dublin-Verfahren, wo wir sagen, naja, ihr könnt nur eine legale Einreise stellen in dem Land, an dem ihr eingereist seid, innerhalb der EU. Das weiß aber eigentlich gar kein Flüchtling. Und wenn der irgendwie jetzt irgendwie weiterreist von Spanien oder er kommt vielleicht nach Portugal an, reist nach Spanien weiter, dann ist das alles schon wieder ungültig. Und wir sind so bezeichnend und wollen uns nicht damit auseinandersetzen mit diesen Themen, dass die relativ schwierig sind, dass wir es mit Absicht den Flüchtlingen oder Einwanderern so schwer wie möglich machen und schauen dann lieber auf so eine, ja, so eine romantische Fahrt zur Titanic, denn die Titanic wurde auch in dieser ganzen medialen Berichterstattung erzählt, war auch so das erste große Ereignis, das man so live verfolgen konnte 1912, nachdem es da ja den Telegrafen das erste Mal so wirklich gab und eingesetzt wurde. Ja, ich habe mehrere Gedanken. Ich wollte erstmal fragen, was war eigentlich das genaue Ziel dieser Titanfahrt? Die wollten das einfach sehen, oder? Die wollten das angucken. Okay. Katastrophentourismus kann man es auch bezeichnen. Ja, klar. Dann würde ich sagen, hast du schon einen großen, also einen Komplex abgearbeitet, der natürlich erklärt, warum wir jetzt dann die Titan eher verfolgen als das Flüchtlingsboot im Mittelmeer, weil Flüchtlingsboot im Mittelmeer ein riesen komplexes Thema ist, wo ja ganz viel dranhängt, von Klimawandel bis Kapitalismus bis EU-Gesetzgebung. Da ist ja ganz, ganz viel, da läuft ja ganz, ganz viel falsch im Hintergrund, dass es überhaupt erst zu dieser Katastrophe kommt. Wohingegen bei der Titanfahrt natürlich, es ist relativ simpel, okay, die haben ein U-Boot gebaut, das sind reiche Menschen, es ist irgendwie, man denkt,
Aber vielleicht ist das ja noch mal tragischer, weil die so reich sind. Die hätten das ja gar nicht machen müssen. Die hatten ja eh schon alles. Dementsprechend ist da vielleicht ja, der vordergründige Tragikfaktor vielleicht irgendwie größer. Beziehungsweise ist es natürlich auch viel einfacher zu erzählen, diese Geschichte, weil sie ja, relativ simpel gestrickt ist. Boot taucht, Boot platzt, Boot, Menschen tot. So, das ist ja so im Endeffekt alles. Und dann wird halt Suchtrupp losgeschickt, wo ja immer noch nicht ganz so perfekt feststeht, wie das alles gezahlt werden soll am Ende. Und dieses Flüchtlingsboot ist ja eben, ja, das ist ja auch so ein abgestumpftes Thema, passiert halt auch häufiger. Und so Milliardäre gehen jetzt nicht, also lösen sich jetzt nicht so häufig in Luft auf. Also jetzt, wenn ich jetzt an diese Raumfahrt-Rallye zwischen Virgin, Musk und nicht SpaceX ist ja Musk, sondern Jeff Bezos denke, ja, frage ich mich auch, wäre die Aufregung jetzt bei Titan auch so groß gewesen, wäre einer von den dreien irgendwie verunglückt bei seiner Fahrt in den Weltraum. Oder noch viel dümmer, diesen Catchfight zwischen Mark Zuckerberg und Elon Musk, der eigentlich gar nichts bringt. Das habe ich nicht mitbekommen. Die wollen jetzt sich verklopfen. Die wollen sich jetzt schlagen, ja. Aber ich weiß auch nicht, warum, weil mir das einfach zu dämlich war. Und wo und wann und was und wie? In welchem Ja, Rahmen? in irgendeinem Street Fighter-Käfig. Okay. Stichwort Aufmerksamkeitsökonomie. Da war ich gerade kurzer Goldfisch-Moment auf meiner Seite. Direkt angesprungen. So, was? Was? Wie dumm? Na gut. Ja, genau. Aber das ist dann halt das nächste Thema. Da wird dann halt, okay, das sind zwei große Namen. Da kann man große Geschichten draus machen. Da kann man viele Geschichten natürlich aus draus machen, weil Zuckerberg gibt viel her. Zuckerberg. Elon Musk gibt viel her. Von daher, da kann man natürlich, das könnte natürlich das nächste Sommerloch-Thema sein, weil sich für diese Menschen natürlich auch viele Menschen interessieren. Ja. Und dann den Gedanke, dass man eher natürlich sich nach einer eskapistischen Nachricht sehnt ist, und dementsprechend dann eher vielleicht reiche Milliardäre sich anschaut, oder die Schönen und Reichen ja, beleuchtet oder sich dafür interessiert, ist ja irgendwie auch ganz normal. So funktioniert ja auch irgendwie Hollywood oder generell das Theater, dass natürlich ein Held irgendwie einen tragischen Fehler begeht und deswegen dann fällt. Das ist ja schon auch, haben ja die Griechen solche Geschichten auch schon erzählt. Das ist ja jetzt nichts Neues in dem Sinne. Und wenn, ja, wenn dann halt einer von unten es nicht hoch schafft, das ist ja jetzt im Endeffekt keine Nachricht. Also wenn man es mal so runterbricht, dann ist das ja jetzt ja Alltag sozusagen, dass man bleibt halt auf seinem Niveau. Dementsprechend war ja auch Chico beispielsweise so eine Wahnsinnsgeschichte, dass er es geschafft hat als ehemaliger, war der nicht im Knast? Ehemaliger. Weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ziemlich dumm, dass man sich in die Öffentlichkeit stellt, weil man ja im Lotto gewonnen hat. Klar, das Da kommen nur natürlich. Leute, die Aber ist ja dann auch also. wieder trotzdem eine faszinierende Geschichte für alle, die das auch schaffen wollen, zum Beispiel. Die interessieren sich dann natürlich dafür. Oh, der hat Lotto gespielt, dann muss ich auch mal wieder Lotto spielen. Vielleicht bin ich der nächste Chico. Ich möchte auch Chico sein. Was würde ich mit 10 Millionen machen? Würde ich mir auch so viele Jacken kaufen? Keine Ahnung. Es ist ja, da lassen sich ja auch ganz viele Geschichten draus drehen. Und der Gedanke, okay, was würde ich machen, wenn ich jetzt in einem Land leben würde, wo der Klimawandel meine Heimat zerstört oder meine Existenz bedroht, wo ich ja in Gefahr lebe, wo ich verarme,
aber ich die Möglichkeit hätte, irgendwie mit einem Schlauchboot durchs Mittelmeer zu fahren und dann vielleicht die Chance auf ein besseres Leben. Diese Gedanken will man sich ja auch gar nicht so sehr machen, weil sie natürlich total beklemmend sind. Es Und will ja auch total. keiner über seinen Tod reden, ich auch nicht. Zum Beispiel. Finde ich aber nichtsdestotrotz wahnsinnig tolle Witze, kann man über Grabsteinsprüche zum Beispiel machen. Da denke ich manchmal gerne drüber nach. Was würdest du auf deinem Grabstein stehen haben wollen? War schlussendlich kein Arschloch. So. Nein, Tod ist irgendwie keine tot. Na, Ahnung. na, 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 na. Ja. Nein. Ja. Ja, wie geht's weiter mit den Medien? Können wir uns da vielleicht noch ein bisschen befreien? Ich habe einen Vorschlag, den wir machen könnten. Und zwar ist ja bald wieder Zeitumstellung. Und meine Idee ist es dann. War das nicht erst? Meine Idee ist es, am Samstag nachts um 3 Uhr vom Samstag, den 27. Moment, ich bin falsch. Nee, das ist der Samstag, der 28. Oktober. Und zwar nicht eine Stunde vor, sondern 25 Stunden vor. Das heißt, wir überspringen den Sonntag, haben zwar einen Wochenendtag weniger, landen aber dann am Freitag, den 30. Juni und leben dann einen Tag in der Zukunft und dann können wir uns einen Tag Zeit lassen, um auf die normalen Ereignisse vernünftig reagieren zu können und kein Clickbait bieten zu müssen. Okay, das war jetzt ein waghalsiger Gedankengang. Ich habe kurz den Nacken verrenkt. Aber absolut. Also weniger Hysterie in den Medien würde nicht schaden. Und Dann das kann die auch ein Tagesschau bisschen. sich auch einen Tag Zeit lassen und wir leben immer einen Tag in der Zukunft. Und Wäre dann das können dann wir die sagen, Zweitagesshow? nee, aber heute müsste dann gestern heißen. Stimmt. Das Gestern-Journal. Gestern Und dann Express. das Vorgestern-Journal Gestern extra. Express wäre übrigens auch ein guter Alternativname für die Deutsche Bahn, aber Ja. naja. Also das werden wir wahrscheinlich leider nicht machen können. Aber es gibt tatsächlich kaum eine Lösung, weil selbst die gedruckten Zeitungen oder die Zeitungs-Apps, wo man Geld bezahlt, die arbeiten ja teilweise auch mit Clickbait-Überschriften. Selbst unsere Lokalzeitung wird dann geschrieben, so viele Menschen sind in Unterfranken oder in Oberfranken oder in Niederbayern aus der Kirche ausgetreten, wo man sich überlegt, ja, muss man denn solche Überschriften wählen oder kann man nicht einfach sagen, 70.000 Katholiken sind aus der Kirche ausgetreten und dazu einen guten Artikel, die Hintergründe und sonst irgendwas verfassen. Aber wir leben halt nun doch leider in einer Clickbait-Gesellschaft. Und ich bin aber eigentlich froh, dass ich zum Beispiel oder auch du nicht darunter leben müssen. Also wir bei Quotenmeter können sagen, wir brauchen keine Clickbait-Überschriften, wir machen einfach das, was für uns am besten ist. Und wenn das manchmal eine langweilige Überschrift ist, dann ist das so. Und wenn wir ein Interview führen, für einen Film, eine Serie oder sonst irgendwas, dann gucke ich auch zum Beispiel immer, dass eigentlich irgendwas in der Überschrift steht zum Film, zur Serie und jetzt nicht irgendwie eine geile Geschichte, wo du hinten dran sagen kannst, joa, geil, bringt Klick, sondern das Produkt soll eigentlich im Mittelpunkt stehen. Ja, also so ehrlich müssen wir schon aber auch sein, dass wir natürlich nicht versuchen, extra langweilige Überschriften zu finden, sondern schon auch so ein bisschen, dass man das anklicken möchte und nicht Klar, alles also verrät. wir hatten jetzt Aber ja auch ja. zum Beispiel diese Überschrift mit Jan Weihrauch, wo wir geschrieben haben, ja, da kam die Idee erst von James Bond, irgendwie die Welt ist nicht genug und deswegen kam dann die Überschrift zustande, Jan Weihrauch in, das Geld ist nicht genug. Genau. Hätte man eigentlich noch die Geld ist nicht genug. Eine kleine Anlehnung an Joko und Klaas. Aber gut. Genau. So viel dazu. Ja. Glaubst du, es wird besser oder wird es eigentlich noch ein bisschen schlimmer? Was ich immer geil finde, auch in den Medien generell, Fernsehen, Kino oder sonst irgendwas, wenn es immer heißt, das ist Kult oder darüber spricht Deutschland. Und immer wenn das kommt, weiß ich immer, wenn man das betonen muss, dann
ist es weder Kult noch spricht darüber Deutschland. Ja. Ja, ich richte jetzt mal den Blick in die USA. Und oder hoffe, dass bei Topmodel, ganz Deutschland hat darüber nachgedacht, wer das neue Topmodel werden könnte. Genau. 7 Millionen Netto-Zuschauer. Oder 4. Nee, also was ich sagen wollte, ich richte mal den Blick in die USA und hoffe, dass die Nachrichtensender ein bisschen was aus dem Wahlkampf von vor 8 Jahren dann gelernt haben, als man ja Donald Trump so extrem groß aufgeblasen hat, der ja von dieser Aufmerksamkeit lebt, ja, aber dass man das vielleicht diese Fehler nicht in diesem Maße wieder macht. Das natürlich. Macht man doch extrem in Deutschland. Guck dir doch Friedrich Merz an beispielsweise. In dieser Pascha-Diskussion. Und wir Deutschen fallen darauf jedes Mal hinein. Es geht genau. Immer wieder darum, dass wir dann eigentlich sagen, naja, was ist das Problem, dass sich da Menschen, Einwanderer, Gastarbeiter in zweiter oder dritter Generation sich nicht integriert fühlen, warum die Krankenwägen etc. Angreifen. Und dann geht ein Friedrich Merz einfach zu Markus Lanz und sagt, naja, diese Paschas, den muss man halt mal was beibringen. Und dann redet ganz Deutschland nicht mehr darüber, was man vielleicht machen müsste, um das Problem zu beheben, sondern wir reden eigentlich nur darüber, darf Friedrich Merz eigentlich Paschas sagen? Oder ich habe auch so das Gefühl bei dieser Claudia Pechstein-Rede, dass man gesagt hat, naja, der Inhalt ist nur so mäßig und vielleicht werden wir irgendwie festgezurrt auf das, was wir sagen. Lassen wir einfach sie mit ihrer Dienstuniform auftreten, dann reden die Leute nicht darüber, dass das eigentlich sich so halb anhört, als würde sie in der 8. Klasse ein Referat aufsagen. Ja, aber um meinen Gedanken abzuschließen, wollte ich sagen, dass ich hoffe, dass man aus diesen Fehlern gelernt hat und die nicht in diesem extremen Maße wieder macht und da ein bisschen diese Aufmerksamkeitsgeilheit ein bisschen zurückfährt, sodass dann auch ja, die deutsche Medienlandschaft, da müssen wir so ehrlich sein, da ist einfach USA ist da schon noch Vorreiter in vielen Dingen, dass man da vielleicht sich die eine oder andere Technik abgucken kann, wie man ja weniger auf solche Tricks reinfällt, sondern das dann wirklich einfach objektiv analysiert und zu sagen, okay, ja, Herr Merz, sagen Sie doch, also warum stellen Sie denn eigentlich diese Menschen so unter Generalverdacht und bezeichnen sie abwertend als Pascha? Liegen die Probleme nicht eigentlich wo ganz anders? Und dann wäre die Frage, wie reagiert dann Herr Merz darauf? Und in dem Fall, wie würde Donald Trump auf sowas reagieren? Und da bin ich gespannt, was das nächste Jahr oder die nächsten 2 Jahre bringen werden. Und was Deutschland sich davon ableiten kann. Oder generell die Medienlandschaft weltweit. Ich bin da auch gespannt. Ich habe es ein bisschen aufgegeben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin jetzt auch nicht wahnsinnig hoffnungsfroh, aber ich hoffe. Das Schöne ist ja wirklich, wir machen das beruflich, das heißt, wir nehmen uns auch beruflich Zeit, um über diese Themen zu sprechen, während unserer Arbeitszeit. Wir haben natürlich auch einen Job, wo wir das machen können und es gibt einfach viele Leute, die vielleicht einen wichtigeren Beruf im Leben machen, die von der Arbeit nach Hause kommen, die einfach sagen, ich will jetzt vielleicht einfach nur Tierärztin Dr. Mertens anschauen oder Mario Barth deckt auf. Ich will mich jetzt berieseln lassen, will vielleicht noch WhatsApp antworten und die dann einfach sagen, ja gut, ich schaue mir das jetzt einfach an, was da kommt und ich will mir da groß keine Gedanken machen. Und deswegen kann man auch natürlich sagen, sind wir in einer sehr vorteilhaften Situation. Ja, das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es eigentlich für heute. Es war eine sehr interessante Diskussion mit dir. Ich fand sie sehr lebhaft. Ich hoffe, dass mein Friedrich-Merz-Thema nicht ein bisschen
sich böse angehört hat. Ich finde einfach, wir müssen schauen, dass wir diese Tricks, die die Politiker immer wieder anwenden, und mein Lieblingstrick ist ja auch immer ein bisschen von Kevin Kühnert beispielsweise, der einfach so viel Fakten einfach in den Raum wirft, dass man gar nicht auf diese ganzen Fakten antworten kann, weil der einfach so viel erzählt, dass du gar nicht sagen kannst, okay, ich frage danach, und dann haut er schon wieder 5 Fakten rein und stellt dann so Sachen da einfach dar, die so nicht ganz okay sind. Ja, deswegen kann man mal ein großes Lob an Caitlin Collins von CNN aussprechen, die diesen Bullshit-Tornado versucht hat, einigermaßen wegzumoderieren. Hat ja dafür auch viel Lob bekommen. Und letztendlich hat es nicht ihr den Kopf gekostet, sondern dem Chef Chris Licht am Ende des Tages. Ja, ihm ist kein Licht aufgegangen. Ihm ist kein Licht, also ja, naja, gut. Ja. Aber wahrscheinlich wurde er einfach rausgeworfen, weil er nicht zur Führungsriege gepasst hat. Ich glaube, das war am Ende das Problem, dass er wahrscheinlich eine andere journalistische Einstellung hatte als beispielsweise andere Mitarbeiter. Ja, da würde ich ganz kurz noch einen abschließenden Wochenend-Lesetipp vielleicht. Kann man ja mal sich den Stern angucken und sich der Frage öffnen, sollte man Alice Weidel aufs Cover drucken oder nicht? Wir können dazu ganz kurz reden, weil ich habe das Cover auch gesehen. Ich finde tatsächlich wieder, dass so wie man es gemacht hat, finde ich nicht so ganz geil, weil man natürlich dann wieder in der altdeutschen Schrift Hass gedruckt hat und man will natürlich da auch wieder nur Quote verkaufen. Und ich finde gerade das Thema Alice Weidel, muss ich sagen, ist thematisch total geil. Die Frau erzählt Sachen, wofür sie privat überhaupt nicht steht. Die ist beruflich einen Fremdenhass, hat aber selbst oder ist in einer Beziehung mit einer Frau, ich glaube nicht aus Bangladesch, sondern wie heißt das Land südlich von Indien? Thailand? Nee. Naja, ist ja auch egal. Keine Ahnung. Diese kleine Insel. Rausschneiden bitte. Nein, diese kleine Insel. Und sie lebt dann irgendwie in der Schweiz in einem bürgerlichen Umfeld, ist lesbisch und warum wird das nicht mal groß behandelt? Ich erzähle das ständig irgendwelchen Leuten und die fallen immer vom Glauben ab und sagen, ja, wo hast denn die Informationen her? Stimmt es denn? Liest du dann irgendwelche Verschwörerblogs? Und dann sage ich, nein, das ist einfach bekannt. Und man solle vielleicht als Stern fragen, warum verbreitet man Hass, obwohl man ganz anders lebt? Warum ist jemand, der tolerant ist, beruflich intolerant? Das ist richtig. Ich habe das Interview tatsächlich ehrlich gesagt nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob es jetzt um die Person Alice Weidel an sich geht oder ob es um die Partei. Na, es ist zumindest die Überschrift erstmal. Ja. Ja, aber also wenn es um die Partei geht, ist natürlich ist ja die Frage. Ich habe den Faden verloren. Warum sie so sind, wie sie sind. Genau. Also die Partei ist ja mindestens in Teilen rechtsextrem. Und vor allem, warum sie auch das so machen, wie sie es denn machen, weil man kann ja zum Teil diese Meinungen haben. Man kann ja zum Beispiel sagen, man hat einfach Angst vor dem Fall Schweden, dass es da einfach dann so Stadtteile gibt, in denen die Polizei wenig ausrichten kann. Aber dass schon immer irgendwie bei der AfD dieses ganze Nazi-Jargon dabei war, hat mich schon immer gewundert. Weil natürlich so ist man einfach von vielen als rechtsextreme Partei gebrandmarkt. Und ich muss dazu auch noch sagen, was ein Thema, was viel zu sehr untergegangen ist, dass die NPD sich in die Heimat umbenannt hat. Ja, das hast du mit Anfang der Woche schon erzählt. Ja, das ist dann ist irgendwie künftig. Dann gehst du künftig ins Wahllokal und denkst dir, was wähle ich? Nicht den dritten Weg, das war so eine rechtsradikale Partei. Die Bayern-Partei. Die Heimat. Ja, ich wohne doch in Bayern. Das ist vielleicht sowas wie die Bayern-Partei, nur nicht so vielleicht so schlimm.
könnte man denken. Das stimmt. Der Slogan ist, also das Logo von Die Heimat ist ja jetzt auch ja, einigermaßen unschuldig. Das braucht man. Wenn man es klug macht, dann macht man noch orange fast schon eher. Ja, und wenn man es klug macht, dann bitte hoffentlich hört es keiner von der Heimat. Aber wenn es klug ist, dann macht man so Landesverbände, wo man dann zum Beispiel in Bayern noch irgendwie Bratwurst und Bier drauf macht. Und über für jedes Ding ist irgendwie so anders, weil dann glauben die Leute wirklich irgendwie, das wäre eine normale Partei. Aber sagt es einfach allen weiter, dass wir vielleicht unser Auftrag für Juli an euch, erzählt einfach allen weiter, gerade weil demnächst Wahlen sind, dass die Heimat, also die NPD heißt jetzt Die Heimat. Das ist nicht mein TV-Tipp, den gibt es diese Woche nicht, sondern darüber solltet ihr nächste Woche vielleicht mal sprechen. Das ist vielleicht wichtig. Korrekt. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder und dann schauen wir, wie sich unsere Medienkritik herumgesprochen hat. So machen wir es. Schönes Wochenende, Fabian. Ja, dir auch. Bis dann. Ciao. Tschüss.